Moin, heute sind wir vom Kapitän auf die Alexander von Humboldt II eingeladen und er wird uns das Schiff zeigen. Moin, Kapitän. Moin. Dürfen wir an Bord kommen? Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke, dass du uns an Bord der Alex II empfängst. Es freut mich, dass ihr da seid. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Ralf Gütlein. Ich bin zurzeit Kapitän der Alex II. Wir sind ein deutsches Segelschulschiff, eine Bark mit Heimathafen Bremerhaven. Ja, und wenn ich dir das Schiff zeigen darf? Sehr gerne. Dann gehen wir jetzt mal auf die Poop. Von da haben wir einen guten Überblick. Lass uns starten. Bitteschön. Die Alex II ist eine Bark, oder? Das ist eine Bark. Das heißt, sie hat drei Masten. Davon sind zwei, der Fockmast und der Großmast, mit Rahsegeln getakelt. Das heißt, die Querhölzer mit den Tüchern. Okay. Und der Achtere, der Besan, hat keine Rahen. Dann ist es eine Bark. Hätte die auch Rahen, wäre es ein Vollschiff. Alles klar. Wie viel Segel hat sie, die Alex II? Insgesamt so 1400 Quadratmeter, kann man sagen. Okay. Und das kleinste ist wie groß? Das kleinste ist ein Viertel Quadratmeter. Davon haben wir 20 Stück. Mhm. Kann ich dir hinterher zeigen? Das sind die Lehsegel in den Kojen. Ach, ich dachte schon, die Geschirrtücher in der Kombüse. Nein, das sind wirklich Segeltücher, damit man beim Rollen des Schiffes nicht rausfällt. Ah, alles klar. Ja, das ist ja wichtig, ne? Ja. Jetzt liegen wir im Hafen. Das heißt, die Segel sind oben auf den Rahen festgebunden. Ja. Das ist die ordentliche Version. Strengen sich die Matrosen auch immer sehr an. Das ist aber auch ordentliches Gewicht, was sie da ziehen. Das ist schon Arbeit. Ne? Da sind dann so 6 bis 8 Mann, je nachdem, wie groß das Segel ist, oben und holen das hoch, binden das schön fest. Bevor wir nach See gehen, werden die losgeworfen, dann hängen sie unter der Rahe. Ja. Nur noch im Geitau und in den Gordingen. Und dann kannst du sie von hier unten loswerfen. Okay. Wenn sie einmal runter sind, kannst du den Rest von unten machen. Wie viel Mannbesatzung brauchst du dann, um Segel zu hissen? 25. Mehr schadet nicht. Ja, das glaube ich, sind wahrscheinlich für jede helfende Hand dankbar. Wenn das Tuch nass ist, dann ist ja auch noch mal mehr Gewicht, oder? Nee, ist es nicht, weil es ja heutzutage Kunststoff ist. Okay, dann perlt es ab. Früher Leinentuch, war ja auch imprägniert, aber wurde trotzdem schwerer. Ja. Aber heute wiegt das nass genauso viel wie trocken. Mhm. Also der Windwiderstand, das ist das, was wir überwinden müssen. Ja. Weil wir haben die Segel ja nicht bei Nullwind. Nee. Sondern da ist Wind und der drückt und gegen den musst du das Segel runterziehen. Runterziehen, die Vorsegel musst du versuchen, dass sie nicht hochfliegen. Der Wind drückt die Segel hoch. Mhm. Die kommen also auch nicht von alleine runter. Sind das denn hier alles Menschen, die beruflich zur See fahren oder habt ihr überhaupt nicht? Gar nicht. Wir haben ja eine Stammcrew, wie gesagt, die 25, Minimum brauchen wir 12. Ja. Und Berufsseeleute sind Kapitän, erster Offizier und der Leiter der Maschinenanlage, der Chief. Okay. Die haben ein richtiges Patent, ein Handelsschiffspatent. Mhm. Das ist, weil wir ein Solarschiff sind, also ein offizielles, richtiges Schiff. Wir haben die gleichen Kriterien wie AIDA, wie die QE2. Ehrlich? Ja, die gleichen Sicherheitskriterien, wir müssen die erfüllen. Mhm. Weil wir eben 750 Tonnen ungefähr sind, damit sind wir ein Solarschiff. Safety of life at sea. Ah, alles klar. So, und deswegen brauchen wir die Berufsseeleute, die Steuerleute und die Maschinisten sind befähigte Leute. Das heißt, bei den Steuerleuten haben wir oft Patentinhaber auch, aber auch Traditionsschiffer, die also so Sporthochseeschiffer plus Traditionsschein haben. Aber wer bei uns in einer Funktion fährt, die führend ist, wird von uns zugelassen. Der kommt mit seinem Papier, sagt, ich darf das rein theoretisch, aber ob er es kann, gucken wir uns an. Das macht Sinn, ne? Ja, muss Reisen mitfahren, dann schreiben die Kapitäne eine Beurteilung. Genauso, wenn man Kapitän werden will. Braucht auch eine ganze Zeit, bis man dann das Schiff beherrscht. Weil dieses Schiff ist natürlich, erstmal ist jedes Schiff sowieso anders. Aber hier sind noch diese lästigen Stangen, die bei Wind irgendwas machen. Gerade bei Hafenmanöver, wenn wir hier jetzt drehen, dann ist das immer schon wieder anders als mit dem anderen Schiff. Ein Propeller. Oh. Ja, ja. Das ist so.